hat mir meine Maschine zurückgelassen, als ich sie auch besessen habe. Ne? Mhm. Ja, wenn ich wieder Bock drauf habe, kaufe ich mir die, glaube ich, wieder. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet die überhaupt. Was? Meine Forstmaschine, die ich hatte. Weiß ich nicht. Ich fahre aber die Kühle ab. Ich weiß auch nicht mehr, welche das war. Ich weiß nicht genau, was ist der Scheiß. Ja, es gibt sogar ein rollendes Güllefass. Na? Ich fahre gerade die Gülle, das Fass abholen und dann abpumpen. Es gibt sogar extra ein Fahrzeug, das Güllefass. Das ist aber 300k. Ja. Brauchen wir nicht. Ich habe noch nie behauptet, dass wir es brauchen. Es war bloß eine Feststellung. Ich fahre den Scheiß jetzt auffüllen. Der da war das, ne? Die Cobra für 400k müsste das gewesen sein. Ja, irgendwas von Cobra hast du damals gelabert. Ja. Ja, wenn ich sie so angucke, ist das entweder der Cobra gewesen oder der hier? Ich glaube, der blaue war es. Ich glaube, die Maschine war blau, kann das sein? Weiß ich nicht mehr. So. Ich glaube, ja. Der hier ist es, der H21D für 470k. Na? Kann sein. Ja, der mit der Säge für 470k. Los, komm, fahr. Befüllung start. 12 Liter Gülle. 12% gefüllt. Für 12%. 12 Liter Gülle? Nein, 4306 Liter Gülle. Und jetzt kriegst du aus dem Schweineding auch nochmal ein bisschen was. Befüllung starten. Warum eigentlich Gülle? Brauche ich nicht Mist? Hä? Hä, bist du blöd? Bist du blöd? Jetzt habe ich Gülle auch. Jetzt haben wir 41% Gülle. Mist, 0 Liter. Dann hol dir den Mist ab, die 2000 Liter. Ja, wie hole ich mir Mist ab, ist trotzdem die Frage. Ich glaube mit Miststreuer. Gut, dass du alles für Gülle kaufst, ich verwirr's mich selber. Im Anhänger kannst du das, glaube ich, abholen mit einem... Müsstest du es, glaube ich, abholen können mit dem Anhänger oder so. Nee, Mist kannst du nur mit dem Miststreuer, glaube ich, transportieren, weil mit dem Anhänger kannst du keine Kacke transportieren. Das ist ja ein Kackhaufen. Auch nicht mit dem Überladewagen? Getreidecontainer? Ich guck gerade, dass ich unseren finde, warte mal. Ich guck gerade bei unseren. Der kann das, glaube ich, nicht. Das ist ein Kackhaufen. Den kann er nicht transportieren. Nee. Oder doch, den kann er transportieren. Er kann auch den Kackhaufen transportieren. Unser Anhänger kann das. Unser Anhänger ist krass, der kann auch den Kackhaufen transportieren. Also den Krone, den wir haben, der kann das auch. Na? Ja. Der kann gefühlt alles transportieren. Und auch den Kackhaufen. Na? Lohnt sich überhaupt 2000 Liter? Digga, ich brauch das nur für mein Gewächshaus. Ich brauch das nur für mein Blumen und meine Salat- und Melonengewächshäuser. Na? Na gut, dann mach das. Ich füll eins davon damit auf, mit den 2000 Liter. Wahrscheinlich das mit den Blumen, weil das braucht am meisten. Na? Ich probiere es damit aus. Mhm. Warum fahre ich den LKW eigentlich nicht dichter? Warum laufe ich also weit? Alles was anders ist, können sie nicht haben. Und im Weiß, sie sind in die welte Farbe. Laufen. Wo sie auch gerne wären. Wo sie auch gerne wären. Fangen sie sich ab, we don't give a fuck, bro. Denn die Geräte hat überhaupt keinen Wert. Denn ihre Sicht ist zu verdreht. Sie
Na, weißt du, welchen Song ich jetzt höre? Einen von Dead Adam. Ja, aber welchen? War ja die Frage. Warte mal. Na, deine Schubladen reinkriegst. Mizzets. Hast du jetzt nachgeguckt? Nein, ich musste nur eine komplette Line hören. Ich hab schon mal nachgeguckt, beim Stream steht's auch. Nein, ich hab den Stream gar nicht offen, hä? Hätte ja sein können müssen. Warte, ich mach kurz den Stream auf und gucken. Ne? Da steht's ja auch. Wenn's nicht gerade wieder verpackt ist. Ne? Steht's ja da die ganze Zeit. Is it so mad, so mad? Yo, Is. Oh, das weiß ich jetzt schon. Das ist ein Holz. Ha? Was ist los? Da sägt er sein Holz. Ja, natürlich sägt er da sein Holz. Müllkreis Müllland chillen mit Red Bull. Ja. Bist du jetzt im Stream oder was? Ja. Ja, ich säg mein Holz. Hab ich doch gesagt, dass ich mich um mein Holz kümmere. Ich brauch neues Holz für Möbel. Ne? Es ist leer. Mhm. Hab ich doch schon gesagt. Und hier liegen noch genug Bäume rum, die ich mit der Maschine gefällt habe. Als ich sie noch hatte. Mhm. Aus dem Grund nehme ich mir die jetzt und pack sie in meinen LKW und fahre mit dem LKW dann zur Schreinerei rüber. Ne? Die lassen sich auch viel besser transportieren, weil ich die mit der Maschine abgesägt habe. Und die alle geschält sind und keine Äste dran sind. Ne? Und dadurch auch bessere Möbel ergeben. Ne? Weiß nicht, ob du das Prinzip aus dem Spiel kennst, wenn du keine Äste dran hast, gibt es bessere Ergebnisse, ne? Deswegen, da war hier jemand wütig vor 1-2 Monaten und hat ganz viele Bäume gefällt. Ne? Wenn ihr anguckst, wie viel Holz hier rumliegt. Also, hast du den Schnee nicht ausgestellt bei dir? Nö. Bei mir schneit es nämlich nicht. Mich stört das ja nicht weiter. Weißt du, mich juckt das ja nicht, deswegen. Na? Ich wüsste doch gar nicht, wo ich jetzt hingehen müsste, um das auszustellen. Sehen wir sehen, was sie nie sehen. Mein Grund verstehen. Okay, erst kann er ihn nicht durch die Gegend tragen und dann wirft er ihn, als wäre er nichts. Ne? So. Mhm. In zwei Hälften gesickt, jetzt wirft er ihn, als wäre er, als würde er nichts wiegen. Enough or no way. Immer noch so schwer, meine Güte. Nochmal durchsehen. Ich kann dir oder mir wie. Willst du den Song? Und mach dir nie mehr Sorgen um Geld. Das hört der Crow einmal um die Welt. Ja. Ich höre den Stream nicht mal an. Ich habe den Stream nicht mal an und wusste das. Ja, Digga, ich habe auch die Pick-up-Line der Songs gerade gesungen, ne? Mhm. Boah, ich schaue mir jetzt das Video von Hardcore Deals an, abgezockt, von einem Gaming-PC auf Amazon bestellt. Das kann doch nicht sein. Ja, guck ich manchmal auf. Mal gucken, das interessiert mich gerade.
Die sind immer, ich guck da manchmal auch rein, die sind immer sehr witzig. Also die PC-Zusammenstellung, ne? Von Hardware-Deals auf den Dings, von dem Laptop-Dings. Also ich habe da auf der Seite, den Laptop habe ich da noch auch rausgesucht, ne? Mhm. Ich habe einmal auf der Seite geguckt, was der beste 1000-Euro-Laptop ist und habe den dann gekauft, ne? Mhm. Weil ich ja weiß, dass der Ahnung davon hat, ne? Na? Deswegen. Na, lass mal ihn nochmal durchsehen. Die Sache ist, ich hab die Musik so laut, ich höre nicht mal, wenn ich sehe. Na? Was ist? Die Musik ist so laut, ich höre nicht mal Segelgeräusch. Ja. Mich juckt es eigentlich nicht, aber ich habe noch ein bisschen leiser wieder gemacht. Ja. Baby, du weißt Bescheid. Bye oder ruf mich an. Ich dachte, hier liegt halt ein bisschen Holz. Ich wusste nicht, dass hier so viel auf meinem Hinterhof noch liegt, ne? Ich habe das so verdrängt, dass hier so viel Holz rumliegt, ne? Ne? Das war mir gar nicht mehr bewusst. Swimmingpool. Ja, yeah, der Song ist auch hart. Er sagt einfach, du bist adoptiert. Ne? Von Materia. Feature Jan Delay. Er sagt einfach, Mann, du bist adoptiert. Nein, ja, das Schule doch egal. Wenn wir mit dich in den Urlaub fahren. Und dein Bruder in den Arm und es frisst dich auf, du bist frustriert. Seine Schwester missbaut und du dafür kassierst, Junge, wie mache ich dir das klar? Mann, du bist adoptiert. Einfach eine echte Leine, ja. Hänge auf vier Pfoten. Sauber den Waffen in den Ofen. Doch seit zwei Tagen ist Hasso nicht mehr da. Rennst blind durch die Straßen und schreist nach seinem Namen. Aber wie mach ich dir das klar? Ich hab ihn leider überfahren. Fahr ich mal zur Getreidemühle. Digga. Einfach so die beste, so auch die beste Line von Material und den Song. Mann, du bist adoptiert. Ja. So, ich werde auf jeden Fall das große Feld, was ich hier haben werde, auf jeden Fall immer für Getreide nutzen. Ja. Also für Hafer, Gerste, Weizen. Warum denn Gerste und Weizen? Sorghum, Hirse. Warum denn für die anderen Sachen? Hä? Normalerweise brauchst du auch noch Hafer. Ja. Alles andere ist doch scheiße, haben wir schon mal festgestellt. Ja, okay, dann nutze ich nur noch Hafer. Hatten wir das schon mal? Das Thema hatten wir doch schon mal. Hafer ist beim effektivsten für mich. Ich habe jetzt ein Feld für Hafer, ein Feld für Mais-Silage, also Futtermais, eine Grasfläche und ein Maisfeld für die Menschen. Also vier Felder habe ich jetzt insgesamt. Ja, ich mache hier eine Hälfte Sonnenblumen und auf der anderen Hälfte fange ich mit Baumwolle an. Ja? Mhm. Also jetzt so generell, so war es die Überlegung, vielleicht hier alle Felder hier rundherum Sonnenblume zu machen. Und auf der gegenüberliegenden Seite kommt dann Baumwolle und dann baue ich mich hier immer weiter fort. Ne? Da sind immer mehr Früchte dazukommen. Ne? Ne? Bis ich irgendwann die ganze Karte besitze. Und alles vollgeknallt habe mit Früchten. Und Fabriken. Ne? Ich habe einen ganzen LKW voller Holz. Ne? Mir interessiert, wenn ich hier fertig bin,
Bin ich echt interessiert, wie viel Liter das einfach sind, ne? Also meine Einschätzung, weil das ist echt viel Holz, dass hier alles erstklassige Ware ist. Mhm. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das für ein Jahr Möbel oder so reicht, ne? Ich muss dir halt überlegen, das ist halt wirklich, ne? Halt nicht so das Holz, wie du das sonst abgemäht hast. Also wenn du Bäume fällst, das ist ja eher so zweiklassiges Holz, weil die scheiß Äste dabei sind. Weil es ja wirklich entästetes Holz. Ne? Und da haben wir wirklich Tonnen gefühlt. Also nicht nur gefühlt, es sind Tonnen. Weil so Baumstamm wiegt ja schon mehrere hundert Kilo hier, wenn er ihn nicht hochheben kann. Ne? So, die Getreidemühle ist auch versorgt. Cool. Das heißt im Umkehrschluss, dass demnächst meine Bäckerei anfängt zu arbeiten und Brot und Spaghetti macht. Na? Haferspaghetti. Mhm. Na? Guten Appetit. Ja, wie oft will er noch yeah sagen? Ah, jetzt sagt er, aha, yeah ist ausgegangen. Na? Ach nee, doch schon wieder fünfmal yeah. Ich glaube, es ist... Einfach bester Quo-Song. Der Text ist einfach yeah, 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 aha, yeah, 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 yeah. Ach, jetzt fängt er an zu singen. Schon wieder yeah. Das ist sein Lieblingswort. Rap macht mich rich. Digga, lass den Scheiß im LKW. Digga, du sollst da nicht rausfallen, du sollst da reingehen. Scheiß Holz, Alter. Keiner. Nee, scheiß Holzstämme rebellieren. In diesem Fortnite-PC, ne? Digga, fehlt einfach die Grafik. Ja. Für Fortnite braucht man keine Grafikkarte. Bruder, Hardware-Deals sagt gerade, wo er den gekauft hat, gab es noch 14 Stück und jetzt ist er ausverkauft. Die armen Kinder, die sowas bekommen. Ja, Digga. Ich habe auch so einen Fortnite-PC bekommen gehabt. Ja, Mann, Digga, du wolltest doch bestimmt schon immer mal einen kleinen PC haben, Junge, der irgendwie eine Breite von... Ich schätze jetzt mal... Von... Nee, gegen Mini-PCs ist nicht zu sagen, also auch in die kannst du alles reinbauen, aber... Ja, aber Digga, der PC... Digga, das Holz rebelliert. Einfach, du wolltest doch bestimmt schon immer mal einen PC haben, einen Gaming-PC, haben für 700 Euro, wo eine Grafikkarte zählt und auf dem PC außen der Loser-Tanz drauf ist. Ja, wo ist der Amazon-Link? Ich bestelle mir gleich einen. Den liebst du inzwischen nicht mehr, oder? Warte, ich guck mal, wo ist denn der PC? Der ist bestimmt verlinkt, damit die Leute sich den kaufen. Nee, nee, deswegen guck ich mal Amazon Fortnite Gaming PC. Der Gaming PC. Hm. Ah, hier ist er. Den gibt's wieder für 730 Euro, Alter. Ja, lass mal einen kaufen. Ich schick dir mal den Link, ne? Nö, du kaufst mir jetzt einen. Nein, Digga, am Arsch. Ja doch, fürs Video. Noch ein Video. Ich spiele Fortnite auf dem Fortnite Gaming PC. Versus ich spiele Fortnite auf meinem Gaming Laptop. Kannst du nachher zurückschicken. Nein, den hat so zu lösen wir auch. Genau. Sie wollen wissen, wie es schmeckt. Ich sag komm und setz dich zu uns, wenn die
Tisch ist in gedeckt. Ich fühl mich grad wie Pablo, mach ein Business so viel Cash. Aber Carlo, bitte, 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 bleib echt. Check, jeder meiner Schritte war perfekt. Nimm die Glück, man dann die Spitze, doch mein Blick dabei relax. Ich will nie wieder frieren, ich hab Pilze im Hallo, wer hat dir erlaubt umzufallen?